wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine und werfen die Ukraine einem faschistoiden System. Heute sehen wir eine Auseinandersetzung zwischen Anton Hofreiter und Oskar Lafontaine. Herr Lafontaine hat sich über seine Unwissenheit lustig gemacht. Er glaubt, dass der Krieg nur durch Waffenlieferungen gestoppt werden kann und argumentiert dies mit dummen Beispielen. Du musst es sehen. Die Frage, und da sind Sie auf dem Weg, der wird nur langfristig erst erfolgen oder mittelfristig erfolgen. Es bleibt die Frage nach der Gewichtung. Wenn eben hier der Wohlstand verloren geht und die Menschen fragen, warum dreht ihr nicht einfach an dem Gashähnchen? Warum löst ihr nicht zuerst mein Energieproblem, mein Kostenproblem und dann kümmert ihr euch um die Ukraine? Was antworten Sie? Erstens, weil es dazu führen würde, dass der russische Krieg gegen die Ukraine wahrscheinlich länger dauern würde und damit die Probleme länger dauern, weil wir dann die Kriegsmaschinerie noch mal stärker mit Geld füttern würden. Zweitens, weil wir es gar nicht in der Hand haben, weil nämlich die Sanktionen gar nicht gegen russisches Erdgas erlassen worden sind. Die gibt es nämlich gar nicht. Nämlich die Bedingung von Putin ist, wir hören auf, die Ukraine zu unterstützen. Das muss man einmal ganz klar sagen. Man kann mit Putin darüber verhandeln. Aber die Bedingung ist, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine und werfen die Ukraine einem faschistoiden System zum Fraß vor. Das ist die Bedingung. Das heißt, Herr Lafontaine sagt hier, ich will für billiges Gas, dass die russische Armee in der gesamten Ukraine morden und vergewaltigen darf. Das ist sozusagen das, was er von der Regierung verlangt. Und das muss man mit der Klarheit sagen. Und ich glaube, wenn Sie die Leute fragen würden, wollen Sie wirklich für billiges Erdgas, dass in der Ukraine Kinder vergewaltigt werden? Und das wäre die Konsequenz, wenn wir keine Waffen mehr liefern würden, würden die Leute Nein sagen. Deswegen müssen wir trotzdem mehr tun, um die Leute zu unterstützen. Für die Übergangsphase, wo die Energiepreise so hoch sind. Das bestreite ich überhaupt nicht. Und das werfe ich unserer Regierung auch mit vor. Und uns allen, die wir da Verantwortung tragen, dass wir da nicht schnell genug sein. Denn Sie haben völlig recht. Dem Rentner hilft es nichts, wenn er heute zahlen muss, wenn in 2 Monaten der Preisdeckel kommt. Darauf Herr Lafontaine. Anton Hofreiter hält Russland für einen faschistischen Staat, der Kinder und Frauen missbraucht und alle, die Gas aus Russland haben wollen, die Aktionen automatisch genehmigen. Was ist das für ein Unsinn? Er versteht offenbar nicht, dass seine Bitten, die Waffe in die Ukraine zu stellen, Morde verschlimmern und sich sehr stark widerspricht. Wie kann man einen Waffenkonflikt friedlich und ohne Folgen lösen? Auf keinen Fall, das ist unmöglich. Und jetzt hören wir zu, wie Oskar Lafontaine den gesunden Menschenverstand mitbringt und Anton Hofreiter elementare Dinge erklärt, wie ein kleines Kind. Ja, das ist eben das Gerede der Grünen seit längerem, aber sie sind ja mehr oder weniger jetzt an die Wand gelaufen. Ihre Vorwürfe würden Japan und Frankreich treffen. Das ist so absurd. Die werfen die Ukraine den Russen zum Fraß vor. Die Japaner haben mehr in der Birne als wir. Die wissen, dass ihre Industrie Energie braucht. Und das gilt eben auch für uns. Die Grünen werden es auch noch begreifen. Unsere Industrie braucht Energie und mit Gerede und mit irgendwelchen Putin-Verstehergeschwätz ist da überhaupt nichts geregelt. Ohne russische Rohstoffe und Energie können wir unseren Wohlstand nicht erarbeiten. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, Sie werden mitverantwortlich sein für den Niedergang der deutschen Wirtschaft und die Verarmung weiter Teiler der Bevölkerung. Kehren Sie um, es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht nur ein Satz. Herr Mittelhoff. Ganz kurz, die Unwahrheit wird nicht dadurch wahrer, wenn man sie wiederholt, Herr Lafontaine. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, es gibt gar keine Sanktionen. Das gilt auch für Sie, selbstverständlich. Das haben wir verstanden, Herr Hofreiter. Herr Mittelhoff, stimmt das? Ohne russisches Gas ist es zwangsläufig der Niedergang unseres Wohlstands, der Niedergang unserer Industrie? Ich würde zunächst mal vorschlagen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir aus deutscher Sicht machen können, gestalten können. Das ist die Laufzeitverlängerung der AKWs. Ja, ja. Sagt Hofreiter, also, kommt. Stattdessen reden wir über und Dings, da muss man auch, Herr Hofreiter, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch bei der Argumentation. Also das ist erstmal eine klare Entscheidung, ja, eine klare Message, was zumindest mal Planungsgrundlagen hervorruft. Dann kann man hingehen und sagen, über welches Delta sprechen wir hier eigentlich? Wenn wir auf der einen Seite... Was fehlt an Energie? Wenn wir auf der einen Seite... Richtig. Wenn wir auf der einen Seite dann einen Preisdeckel haben, dann wissen wir erstmal, so kommen wir einigermaßen, vor allen Dingen für die Einkommensschwachen über die Runden, vor allen Dingen die Industrie kann weiter planen. So, und das Nächste ist das, was Herr Lafontaine gesagt hat. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man das eine tun und das andere nicht lassen kann. Nämlich, dass man eine moralische Position hat, aber gleichzeitig den Zwang hat und die Verpflichtung aus
auch wenn Sie das nicht hören wollen, Herr Hofreiter, aus einem Amtseid heraus und aus der politischen Verpflichtung heraus alles dafür zu tun, dass die Energie, die übrigens auch die Industrie braucht, da gebe ich Herrn Lafontaine recht, bekommt. Im 2021 wurde auf einem der Wahlplakate der Partei eine Taube abgebildet. Und die Unterschrift lautete: Keine Lieferungen von Waffen und Munition in Kriegsgebieten. Die Grünen haben den Pazifismus nach dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine abgelehnt. Für 2022 haben die Grünen eine Ausweitung der Militärhilfe für die Ukraine, einschließlich der Lieferung schwerer Waffen, einschließlich Leopardpanzern gefordert. Es stellt sich heraus, dass sie ihre Wähler betrogen haben und sie sind wirklich Heuchler. Wir schauen weiter. Wenn Sie nicht umkehren und einsehen, dass Ihr Weg falsch ist, werden Sie große Schwierigkeiten haben in einigen Monaten. Die ganze Verzweiflung sieht man ja auch daran, dass Sie jetzt in Aserbaidschan anklopfen über die Europäische Kommission, dass die dann Gas liefern. Das Pech ist nur, dass Aserbaidschan eben auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Man sieht also, dass die Regierung sich hoffnungslos verrannt hat. Halten Sie Neuwahlen für ausgeschlossen? Ich halte sie nicht für ausgeschlossen, wenn es nicht gelingt, eben die soziale Lage in Deutschland zu verbessern. Und man muss daran erinnern, dass es erste Pflicht der deutschen Politik ist, sich um die Menschen hier zu kümmern, die jetzt in großer Not sind. Wenn das nicht gelingt, halte ich es für möglich, dass eben es immer instabiler wird in Deutschland. Neuwahlen, Herr Hofreiter, nicht mehr ausgeschlossen angesichts dieser Stimmungslage? Es ist natürlich alles Quatsch. Also wissen Sie, ich habe ja schon häufig Herrn Scholz kritisiert. Aber wenn man halt vollkommen maßlos den Teufel an die Wand malt. Na, in der FDP gibt es genau diese Absatzbewegung. Erste Kreisverbände sagen, beispielsweise Stralsund, wir machen das nicht mehr mit. Das hat Gründe mit der Corona-Krise, aber auch Gründe, weil die Unternehmen Druck machen an der Basis. Ich habe ja, wie gesagt, schon gesagt, dass man da auch noch einiges tun muss. Wir sind ja auch da lange nicht am Ende. Aber wenn man halt so völlig maßlos kritisiert, dann zwingt man ja sogar jemand wie mich, der einen durchaus gemischten Blick auf das Regierungshandeln hat, ja, plötzlich Scholz über den grünen Klee zu loben, wobei ich einige Punkte hätte, wo er besser kommunizieren müsste, wo er in meinen Augen besser entscheiden müsste, nämlich zum Beispiel endlich auch Panzer an die Ukraine zu liefern, ja, dass dieser Krieg schneller zu Ende geht und so weiter. Als Reaktion auf eine angemessene Rede hat Anton Hofreiter erneut begonnen, Unsinn zu sagen. Diese Übertragung war eine Schande für ihn. Was denkst du über ihn? Bitte schreibe deine Meinung in die Kommentare. Ich bin daran interessiert, sie zu lesen. Bis zum nächsten Video.